Dieser Vollidiot gewinnt 250.000 Euro beim Pokern. Aber wenn wir mal genauer hinschauen... Man kennt's! In einer Kneipe um die Ecke um 250.000 Euro spielen. Aber trotzdem stimmt da jetzt etwas nicht. Oh, 250.000, ich kann es nicht fassen. 250.000 Euro, ja! Ich kann es auch nicht fassen, dass das insgesamt niemals 250.000 Euro in dem Koffer sein können. Aber gut, was macht er jetzt mit dem Geld? Ich suche schon die ganze Zeit meinen Traummann. Und ganz bestimmt ist er ihr Traummann und nicht sein Geld. Aber unser Klaas geht jetzt zu seinem Chef ins Büro und will seinen Job kündigen. Kommen! Einfach seinen Chef in den Mülleimer. Und was soll das hier mit dem Eimer und der offenen Hose? Sehen Sie doch jetzt, gucken Sie doch nach. Nein, tu es nicht. Boah, das kann ja wohl nicht wahr sein. Guckt doch rein, was ich hier da bestellt habe. Ja, reingeschissen. Das war's mal wieder komplett. Für mehr solche Stories hinterlasst ein Abo.